Die Bewohner des Dörfchens Kriesen im Spree-Neiße-Kreis lieben ihre Heimat. Direkt am Dorfrand hat die Neiße eine beeindruckende Flussauenlandschaft geschaffen. Es ist ein regelrechtes Naturparadies. Aber das ist nur die eine Seite von Kriesen. Auf der anderen Seite des Ortes wird im imposanten Tagebau Jenschwalde nach dem schwarzen Gold der Lausitz nach der Braunkohle geschürft, mit allen die Landschaft verändernden Folgen. Doch auch auf der paradiesischen Seite Kriesens gibt es Ärger. Nach einem verheerenden Neiße-Hochwasser im Jahr 2010 wurde der damals gebrochene Deich immer wieder nur provisorisch repariert. Geröllreste und Neiße-Kies blieben am Flussufer liegen und wachsen seitdem immer mehr zu. Im Neiße-Bereich, je mehr Strauchwerk und Geäst jetzt wächst, umso mehr Schaden richtet es an beim nächsten Hochwasser. Und man kann sich ja vorstellen, wenn dieses Geäst und Strauchwerk in Gastrose ankommt, wie hoch da der Schaden sein wird, wenn man ein größeres Hochwasser kommt. Und die Hochwasser werden mehr und stärker. Da kann man sich das schon ausmalen, wie das ausgeht später mal. Und im Grunde genommen geht es darum, dass nur der Restmüll der letzten Hochwasser einfach mal vom Land weggeräumt wird. Richtig. Dieser sollte entsorgt werden, sauber gemacht werden und dann irgendwann zur Ausführung kommen, dass der Hauptdeich erneuert wird. Und so erneuert wird, dass er auch standhält, den nächsten Hochwasser.